Leider schon zu lang geworden. Wodka Gorbatschow gab's noch nicht? Ich glaube nicht. Ich glaube ja, ne? Der ist schon ewig so, klar. Seitdem Gorbi dann näher am Macht war, wollte er das immer weghaben. Wollte er doch anders genannt haben. Nee, aber geh auch nochmal durch in Gedanken. Siehst du da noch irgendwas? War da noch irgendwas, was du vergessen hast? Ach ja, und wenn das Turmband dann kaputt war, war Schluss, ne? Nicht, dass sie denken, dass der ein Reserve-Turmband hat oder ein Reserve-Platz spielt. Erstmal überhaupt einkriegen und schon weg sein, das war wichtig in der DDR, ne? Also wichtig war jedenfalls erstmal, wie du auch noch schon gesagt hast, überhaupt reinzukommen. Das Problem ist ja, es ist ja irgendwie unendlich viel Platz und es war eben nicht so da, zum Tanzen zu gehen. Und deshalb waren da immer viel mehr Menschen, die da rein wollten und die Karte haben wollten, zum Platz war. Und dann die Pech hatte, dass du da gar nicht mehr reingekommen bist, dass du nicht so viel gewesen bist. Genau. So, und ich weiß bloß, Ralf Geißler, ne, also mein Stasi-Stiefbruder, hat immer im Kurhaus und im Nepp war, ne, also unten im Neptun in der Disco. So ein Kurhaus war dann wohl sowieso auch schon alles für die Socken gehören, ne, das schon extra war. Kurhaus kann man schon schlecht rein in Warnemünde, ne. Da waren wir auch nur einmal mit ihm drin und da gefiel es mir nicht, ne. Da hat Ralf Rosenfeder doch noch alles vollgespuckt, ne. Also Rosi, ja, ja. Da mussten wir noch eher nach Hause. Weil der sich wieder nicht benommen hat und wir ihn nach Hause bringen mussten. Ja, also das war wohl schon irgendwas Elitäres. Da hingen die jedenfalls immer, ne? Und seine Freunde waren ja auch die ganzen Stasi-Freunde von dem Stasi-Block, was ich ja damals auch nicht wusste, dass es Stasi-Block ist da. So, und dann hingen die da alle und so und der Rest war dann ein bisschen aufgeteilt und es gab das einfach nicht. Deshalb hat man ja auch in den Schulen den Disco gemacht für die Klassen und so, ne? Dann wurden ja die Stühle zusammengestellt und Tische. Dann hat man da dann eine Disco-Veranstaltung gemacht. Also das Angebot für Kinder und Jugendliche war mäßig, wenn man organisiert war, ne? Pionierorganisation, also Pionierschiff, alles. Ja, also da haben die Parteien dann aufgepasst, dass sie schon die richtigen für irgendwas, also bei irgendwelchen, die richtigen Interessen wecken, ne? Die dann wieder dem Staat passen. So und alles andere, das war's. So, und in den Dörfern gab es überall Kulturhäuser, die man nicht gebaut hat, dass man da Disco macht, sondern da hat die Partei natürlich ihre Veranstaltung gehabt. So, und ab und zu durften dann die Jugendlichen da auch Disco machen. Oder auch in den Dorfkneipen und so. Aber Dörfer war noch schlimmer. So, aber Dörfer konnte man auch nicht aus der Stadt gehen, weil die hatten immer Lust auf einen. Das habe ich doch irgendwo mal erzählt, ne? Wir waren dann da in der Nähe von Kleinsien, da beim nächsten Dorf in der Disco. So, naja, da ist der Eckte immer an, das ist ein Stänker da gewesen. Und dann hatten sie alle mit mal Lust auf uns und besonders auf Ralf Geißler, ne? Ich glaube, das habe ich schon mal erzählt, ne? So, also das war nicht so, dass man friedlich war. So, und die Discos, die waren meistens nicht friedlich. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Wir würden so gerne einfach mal reingucken, wie bei den Alten, ne? Einfach mal eine Disco, wie sowas aussieht. Aber sie waren nicht friedlich. Also, es gab immer Prügeleien oder irgendwas, ne? Weil da war Alkohol im Spiel und heute wissen wir auch, die meisten waren dann auch drogensüchtig, ne? Von diesen ganzen SED-Jüngelchen und so. So, und die hatten sowieso ihr eigenes Leben, die SED-Jüngelchen. Die hatten dann auch Beziehungen. Also Ralf Geißler kenne ich ja am besten, ne? Der kannte dann alle und kam überall rein. Auch in den Gaststätten überall, ne? Und ja, und die anderen sind dann eben draußen geblieben. Und das waren dann ihre Feierstätten. So, und dann haben sich eben gerne mal gekloppt. Also Ralf Geißler und Peter Geißler, riesige Schläger. Die müssen sich mal diese beiden Hampelmänner angucken. Ganz schlimm. Und haben nie dafür was gekriegt, ne? Und nie dafür zur Verantwortung gezogen. Aber sonst, also es war irgendwie immer nur Randale. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ja, Kleidung, ja, wie ging man darum? Also,
normal, ne? Also war ja DDR-Zeit, Jeansknappheit, also Jeans, ne? Eine schöne Jeans und ne? Ich hatte immer Hemd an und so, ne? So oder sonst, dann eben hier T-Shirt und so und alles, ne? Also richtig hübsch gekleidet nicht. So Bars, Rostock ist sowieso noch eine Kleinstadt, das war auch nicht toll. Und da sowieso nur über Beziehungen, ne? Da hängen ja die alten Socken dann überall mit drin, also auch die Eltern und so. Und da kann man ja gar nicht rein, ne? Waren wir beide überhaupt mal in eine Bar? Wir sind da gar nicht reingekommen, ne? Wir haben es noch ein paar Mal versucht, hier Hotel Warno unten, ne? Und sind dann immer wieder draußen geblieben. So, ich war ohne meine Frau mal im Baltik in einer Bar. Und da hatten sie wohl schon so eine Art Stasi-Nuppen, so eine Tanzmieten, die mich dann da angemacht haben. So, aber da hatte ich schon Kerstin Gustav. Also da war ich mit Kerstin Gustav. So, und heute wundere ich mich dann nicht, dass ich da reingekommen bin. Und da habe ich mich echt gewundert, dass ich mit dir da reinkomme. Aber da sollte ich reinkommen. Ja, das ist alles ziemlich durchorganisiert gewesen, weil, möchte ich nochmal unterbrechen.